Hallo Ladies, schön, dass Sie da sind. Heute gibt es ein Experiment. Ich habe mich schon mal vorsichtshalber schwarz angezogen und ja, vielleicht sollte ich mich auch gleich von Ihnen verabschieden, falls dieses Video so wird, dass ich mich hinterher nicht mehr zeigen kann, sage ich Ihnen jetzt schon Tschüss und ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Nein, Quatsch. Ich habe vor einiger Zeit habe ich ein Video gemacht mit einer Bräunungscreme, Bräunungsmousse. Ich fand es ja ganz schick. Ich verwende es ja auch nicht jeden Tag. Aber ich habe jetzt wieder mal eine Rezeptur von meiner russischen Freundin bekommen. Und Sie wissen, die Russen sind kreativ und sie sind sehr auf Schönheit bedacht und sie sind mehrheitlich auch sehr, sehr schöne Menschen, die Frauen, zumindest die Frauen. Und ja, das ist jetzt eine Rezeptur, die ich Ihnen vorstellen möchte. Sind Sie doch bitte genauso neugierig wie ich, wie dieses Experiment gelingt. Ich habe es bisher noch nicht verwendet. Es ist eine Premiere. Wie gesagt, alles kann gut gehen, alles kann schief gehen. Bis gleich. Barbara F. Abgeschminkt und jetzt kann es losgehen. Meine Augen, die habe ich gelassen, die kann ich so und so nicht zu balsamieren. Die Augen, die spart man möglichst aus. Und jetzt zeige ich Ihnen, was ich brauche. Ein Muskat, geriebene Muskat. Dann brauche ich ein bisschen Joghurt. Dann brauche ich Zitrone. Und ich brauche Olivenöl. Und natürlich Gummihandschuhe. Ich muss Ihnen ja noch verraten, was ich mit dem Muskat mache. Einen Selbstbräuner. Einen gesunden Selbstbräuner. Meinen Sie, es funktioniert? Lassen wir uns überraschen. Wissen Sie, wo Sie keine Überraschungen erleben? Schauen Sie doch einfach mal in der Infobox auf den bunten Link. Klicken Sie da mal drauf. Da gibt es nur Realistisches und keine Experimente. Die funktionieren. Schauen Sie mal. Jetzt rühren wir mal. Das Rezept geht folgendermaßen. Ich nehme von jedem dieser vier Produkte einen Kaffeelöffel, einen Teelöffel. Das war der Joghurt, die Zitrone, dann Muskat. Das ist ein Kaffeelöffel, oder? Ja. Von dem Öl. Jetzt möchte ich Ihnen was zu der Muskat sagen. Muskat ist an und für sich relativ unterschätzt. Es gibt nicht so arg viele, die in der Küche Muskat verwenden. Es gibt auch so eine Mär, dass Muskat, wenn man zu viel davon nimmt, dass es dann schädlich ist und so weiter. Muskat aber an sich und wohl dosiert ist ganz was Feines. Muskat hat ganz viele Inhaltsstoffe und zwar unter anderem, sie sind Mineralstoffe, hat sie, wie Calcium, Eisen, Magnesium, Phosphor, Kalium, Natrium, Zink. Und natürlich die Vitamine A und C und viele B-Vitamine, also die üblichen Verdächtigen, die gut tun. Ich finde immer, alles, was man essen kann, kann man auch, also das ist meine Meinung, kann man auch von außen auftragen und dann hat es eine ähnliche Wirkung. Manche Sachen wirken natürlich, wenn man sie isst, intensiver, andere wieder, wenn man sie aufträgt. Und ich finde es trotzdem eine super Ergänzung. Diese ganzen anderen Dinge, Kalium, Vitamine und Calcium, das nimmt man ja in anderen Produkten auch zu sich, innen, von innen. Und jetzt nehmen wir das mal von außen. Und das ist aber ja gar nicht die wichtigste Botschaft für heute, sondern das Muskat bräunt. Und es ist ein absolut, hoffe ich, gesunder Bräuner. Es ist keiner, der irgendwelche Giftstoffe drin hat. Man könnte es wahrscheinlich jetzt essen, aber mit so viel Muskat, ich glaube, ich schmeckt es jetzt nicht so erfrischend und das lasse ich. Aber was ich gemacht habe, das Einzige, was ich getestet habe auf der Haut, ich habe mir es auf den Arm aufgetragen und einfach ein bisschen gewartet, ob irgendeine Reaktion kommt. Das würde ich Ihnen auch dringend empfehlen, weil man weiß nie. Es gibt Menschen, die sind auf Äpfel oder auf ganz gesunde Dinge allergisch und haben einfach da eine Unverträglichkeit. Und hinterher, wenn sie das nicht vertragen, wäre doch schade, wenn irgendwas dann eine blöde Reaktion gibt. Ja, und jetzt trauen wir es uns einfach, oder? Ich trage das jetzt mal, es wäre jetzt möglich, dass man es mit so Wattepads aufträgt zum Beispiel.
Es ist meiner Meinung nach ist das eine ganz schöne Menge an Flüssigkeit geworden und das brauche ich eigentlich nie für mein Gesicht alleine. Vielleicht legen Sie sich ein Handtuch um. Ich mache das jetzt einfach nicht. Haare noch mal hinter und ach ja. Mache ich mich wieder zum Schulmädchen. Übrigens, haben Sie Lust, mehr Tipps von mir zu kriegen? Vielleicht einige so kuriose und andere, aber sehr, sehr hilfreiche. Schauen Sie doch einfach mal in der Infobox, die habe ich Ihnen erklärt, wo Sie die finden, auf diesen bunten Link und gucken Sie mal, ob Ihnen das nicht irgendwie taugt. Ich vermute schon. Und ich glaube auch, dass Sie gern experimentieren, oder? Jetzt probieren wir es. Ich bin gespannt, wie kaffeebraunig hinterher rauskomme oder ob es überhaupt keine Wirkung hat. Angeblich soll es wunderschön werden. Ich bin gespannt. Ich nehme jetzt einfach mal den Pinsel da rein. Man soll es auch ein bisschen einmassieren, damit es mehr Wirkung hat. Ich glaube, das ist zum Beispiel schon das erste Experiment. Das müsste wahrscheinlich noch mehr Muskat rein. Das ist ein bisschen viel Joghurt geworden. Also, ich finde es schon mal zumindest komisch. Es riecht gut. Es riecht sehr gut. Und ich sitze hier an einem Tisch, an dem ich kleckern kann. Uiuiui. Es soll ja eine Weile einwirken und vorerst aber ziehe ich jetzt mal Handschuhe an, weil mit den Fingern habe ich jetzt eigentlich keine Lust, dass ich es verreibe. Ich möchte zumindest mit den Händen noch unter die Menschen gehen. Wahrscheinlich wird mein Gesicht jetzt zumindest rot, wenn es auch nicht braun wird. Jetzt müssten wir eigentlich da unten nicht aufhören, ne? Sondern zumindest das ein bisschen irgendwie verlaufen lassen. Das ist jetzt die Schwierigkeit. Ich glaube, wenn es funktioniert, muss ich mir anschließend mein Dekolleté nachbräunen. Ich habe morgen was vor. Jetzt mache ich das einfach mal mit den Fingern weiter. Neues Mousse auftragen. Ja. Sie sehen schon, ganz schön mühsam, aber dafür gesund. Okay, wir sehen uns einfach später wieder. Ich lasse das jetzt einwirken, man soll es eine Viertelstunde bis 20 Minuten einwirken lassen und dann abwaschen hinterher. Und dann zeige ich mich wieder. Wie Sie sehen, ich bin schon ziemlich putzelbraun, also nach dem Skifahren habe ich manchmal nicht so ausgeguckt. Ich bin gespannt, ob das bleibt, wenn ich das jetzt abwasche. Ich habe meinen Hals noch mit ein bisschen integriert in das Ganze. Aber ich wollte Ihnen noch ganz kurz, bevor ich ganz dunkel werde, möchte ich Ihnen noch sagen, was die Muskatnuss noch alles kann. Die Muskatnuss kann die Verdauung anregen, sie kann Herz und Kreislauf anregen und sie ist für Hautunreinheiten gut. Sie hilft Hautunreinheiten abheilen zum Beispiel und ist einfach wirklich ein Rundum-Power-Gewürz und anscheinend bräunt sie auch. Aber ich glaube, ich mache das jetzt runter. Ich habe morgen noch was vor und ich möchte mich unter die Menschen trauen. Also, wir sehen uns gleich, wenn das wieder ab ist. Sehen Sie, ich war jetzt noch ein bisschen feige, aber wenn ich es wieder mache und das mache ich ganz bestimmt, dann lasse ich es die richtige Zeit einwirken. Ich habe jetzt wirklich Panik gekriegt und dachte mir, ich schaue morgen aus wie eine oder anschließend wie eine Kaffeebohne. Und das wollte ich jetzt nicht. Also, das kann man ruhig drauf lassen. Und es schmeckt sogar noch ganz gut. So, den Rest habe ich mal abgeleckt. Eigentlich nicht dumm. Mein Hals habe ich auch noch mal ein bisschen mit einbezogen. Wenn das so gut ist, so viele Vitamine und so viele Mineralstoffe und Ernährung hat für die Haut, dann kann es also am faltigen Hals nicht schaden. Ja, was kann ich noch dazu sagen? Probieren Sie es aus.
wenn Sie einfach mal einen Spaß haben wollen, probieren Sie es aus. Es kann nichts passieren. Also es passiert überhaupt nichts. Es fühlt sich natürlich durch das Öl und den Joghurt, sind ja lauter pflegende Substanzen, da kann eigentlich gar nichts passieren. Sie können nur ein bisschen brutzelbraun werden, wenn Sie es lang genug drauf lassen. Danke, dass Sie das Späßle mitgemacht haben. Und vielleicht haben Sie Lust, es nachzumachen. Vielleicht haben Sie auch Lust, auf den Link in meiner Infobox zu gucken und mal zu schauen, was ich noch so alles für Scherze auf Lager habe. Nein, es stimmt nicht. Das sind realistische. Das ist ja jetzt auch kein Scherz. Es ist ja ein realistisches, es ist ein realistischer Schönheitstipp von einer wirklich schönen Russin. Und ja, ich bin davon überzeugt, dass es funktioniert. Ganz sicher. Man muss es nur noch ein bisschen länger drauf lassen und darf sich nicht schocken. Ich finde den Ton jetzt sehr schön gegenüber meiner roten, normalen Haut. Also ich finde, das ist jetzt wie ein ganz leichtes Make-up. Und was wollen wir mehr? Danke, dass Sie da waren. Und ich würde mich freuen, wenn Sie mir Feedback geben, wie Sie das, ob Sie es gemacht haben und wie es bei Ihnen ausgefallen ist. Machen Sie es vielleicht nicht, wenn Sie am nächsten Tag irgendein super Event haben. Es könnte unter Umständen dunkler ausfallen, als Sie es wollen. Es freut mich, wenn Sie ein bisschen an Spaß dran hatten und vielleicht sogar einen Tipp, den Sie brauchbar finden. Es ist nämlich ganz völlig ohne irgendeine böse Chemie. Ich sage danke fürs Gucken und jetzt auf den Link gucken, nicht vergessen. Einfach mal gucken auf die Box, realistische Tipps, ganz ehrliche. Tschüss, bis zum nächsten Film.